It's a new week, it's a new Monday, it's a new Music Monday in a 5 at 5 week. And I'm very excited about today's guest. It's Severin Trogbacher, my band leader slash musical director. Did everybody watch the Free European Song Contest? I hope so. It was very exciting, it was so much fun. And I still feel the buzz. I have a hard time sleeping, if I'm honest, because I'm still full of adrenaline, beautiful emotions and memories, and it was just the best. Hello! Grüezi! Hi! Sag mal, so, Sebi! Geschafft! Deine Ohren wachsen ja. Ja. Ich hab morgen den Termin. Endlich. Aber was machst du? Das schaut voll gut aus. Aber es ist so unpraktikabel, es ist unglaublich. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir zueinander gefunden haben. Wer hat denn das eingefädelt? Das hat eigentlich der Lukas Hillebrand eingefädelt. Ah. Die Dora hat, glaube ich, den Hille gefragt. Und der Hille hat dann sozusagen meinen Kontakt weitergeleitet. Und dann sind wir relativ schnell in direkten Kontakt getreten, um uns einfach mal zu treffen und zu besprechen, was wir gemeinsam machen könnten. Ah, so läuft der Hase. Genau. War natürlich höchste Zeit, dass ich irgendwie Unterstützung bekomme. Wie ist denn das angegangen, diese Band zusammenzustellen? Ich habe erstmal mich einfach sehr gründlich eingehorcht in die Musik. Dann mal kurz überlegt, was wir quasi live machen werden, wo ja damals schon sozusagen immer im Raum stand, es muss normale Band geben, also einfach eine Live-Band. Es muss aber auch dieses Orchesterfeld bedient werden. Das heißt, ich habe das dann sozusagen ausgewählt nach gute Musiker, auch Musiker, die man eben in diesem orchestralen Kontext gut vorstellen kann. Und zu guter Letzt halt einfach auch immer mit dem Hintergedanken, dass man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringen wird und dass das halt menschlich auch gut passen muss. Sie haben halt echt eine Gaudi miteinander. Gott sei Dank kenne ich ja fast nur solche Kollegen. Ja, woran liegt das, dass sowohl wir in Linz, finde ich, immer die ärgsten Konzerte spielen und so viel Musik aus der österreichischen Musikszene aus Oberösterreich kommen? Es ist auf jeden Fall auch ein Faktum, dass das Oberösterreichische Landesmusikschulwerk zum Beispiel zu den besten in Österreich zählt, dass da einfach sehr, sehr viele gute, junge Talente gefördert werden. West Belt United. Ah. Bitte mal erzählen, wie kam es dazu, was ist die Motivation, was ist es überhaupt? West Belt United war eine Idee, die entstanden ist, nachdem ich einmal von einer sehr langen Tour zurückgekommen bin und dann in das typische Post-Tour-Loch gefallen bin. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal wieder auf Sessions, ich fange jetzt einfach an, meine alten Kumpels wieder zu treffen und mit denen wieder zu spielen. Und dann gab es da einfach irgendwie nichts, was für mich am Jammen das Allerschönste ist, wenn überhaupt niemand weiß, was passiert, wenn sozusagen einfach aufs Geratewohl losmusiziert wird und kein Mensch weiß, was dabei rauskommen wird. Und weil es das nicht gab, habe ich damals eben mir gedacht, naja, dann müsste man sowas halt einfach machen. Und das Glück wollte es auch so, dass im Loop in unserem seitdem Stammlokal auch damals der damalige Barchef extrem interessiert an dieser Idee war und gesagt hat, du mach doch einfach, kriegst mein Lokal dafür. 2 oder 3 Wochen nach diesem Gespräch schon bereits die erste Session ausprobiert und es war gesteckt voll und es hat alle voll taugt. Und wir sind sofort auf dieses 2-wöchige Radl gegangen. Die Abenderöffnung bestreiten einfach ein paar Musiker, aber die sie auf gar keinen Fall ausmachen, was sie da spielen. Es herrscht Improvisationspflicht. Ja. Und da wird dann eine Stunde so gejammt, gespielt und danach ist quasi die Bühne freigegeben und dann kommen einfach Einsteiger, also jeder Musiker, der dort ist und sein Instrument mit hat, kann dann einfach halt irgendwie sie mit anderen zusammenfinden und jammen und spielen. Das heißt ein Newcomer, also da kommst du dann hin als frisch gebackener Studierender. Ja, genau. Da entstehen ja natürlich dann auch Sachen, die vielleicht dann sogar auf dem Album landen oder irgendwie in irgendeiner Produktion enden. Es gibt tatsächlich einige Bands, glaube ich, die tatsächlich aus Loop-Sessions entstanden sind. Und soweit ich das überblicken konnte, sind auch schon aus dem Pop- und Rock-Sektor immer wieder Leute dann irgendwie in Bands rein rekrutiert worden von Musikern, die halt im Loop plötzlich einen Schlagzeuger auf der Bühne hören, wo sie sagen, hey, wer ist denn der eigentlich? Und den dann sofort quasi
Feedback engagieren von dort. Wenn irgendwas Geiles passiert, denkst du dir dann, haben wir das jetzt aufgenommen oder merkst du dir das oder wie läuft das? Die Sache mit dem Aufnehmen ist so eine Geschichte eigentlich. Ich habe halt auch oft schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wenn dann aufgenommen wird, es, wenn du es nachher anhörst, einfach nicht mehr das hat, was es an dem Abend gehabt hat. Das ist quasi dieses einmal einfach über eine Minute ein Groove zu etablieren. Es ist wahnsinnig schön, sich die Zeit dazu zu nehmen, diese Grooves entstehen zu lassen. Wenn du es nachher auf einer Aufnahme hörst, kann es dir passieren, dass du eigentlich dann noch ein paar taktischer denkst, es konnte aber dann schon langsam mal was passieren. Also mit Merken ist es ganz schwierig. Wenn irgendwas kommt, wo ich mir denke, boah, das war jetzt lästig, das muss ich jetzt nochmal machen. Oder ich denke mir, und jetzt erfinde ich irgendwas und fühle mich dabei, dann rutsche ich manchmal leider in diese Performance-Kiste ab, weil man denkt, irgendwas sieht oder hin und her, dann muss es ja irgendwie, und das nimmt ja wahrscheinlich dann auch die Leichtigkeit raus. Ja, schon, stimmt. Man müsste eigentlich immer irgendwen engagieren, der quasi Meuchlings filmt. Damit man es einfach nicht weiß, dass das was mitgeschnitten wird. Ich habe es sehr geliebt, mit dir und mit Edo auf die Cruise Ships zu fahren. Ja. Stell dir vor, wir hätten unter Quarantäne müssen damals, alle. Ja. Was ich so liebe an unserer Zusammenarbeit, du bist so flexibel, akustisch, mit Orchester, dann eben auf der Bühne und dann bis jetzt hin zu dem elektronischeren Album, das ja für eine Bandkonstellation schon eine Herausforderung war. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt. und es war natürlich extrem enge Zusammenarbeit mit dem Albin, mit unseren Produzenten. Was ein wichtiger Move war, das war, dass wir halt bereits im Jahr davor schon auf zwei Keyboarder aufgestockt haben. Die Breite sowieso für die Umsetzung des Orchestralen vom Symphoniker-Album brauchten. Und dann einfach in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit dem Albin. Wir haben ja den Auftakt von unserer Tour im November gehabt, oder? Mit dem Release-Konzert. Das war einfach so geil und die Stimmung war Wahnsinn. Und dann sind wir ja auf Tour. Aber leider föhnen uns ja nicht. Ja. Ein paar Konzerten. Aber wir sehen uns ja in nicht allzu langer Zeit. Ja. Wir machen ja am kommenden Sonntag mein erstes Livestream-Konzert ohne Publikum. Das heißt, jetzt hören uns die Leute wahrscheinlich dann das erste Mal auch die ganze Zeit schmäfieren und Blödsinn reden. Ja, also wir könnten natürlich mit der Übertragung einfach schon um 15 Uhr, wenn wir dann rein dürfen, einsteigen und einfach die ganze Proben mit übertragen und das Abendessen. Das ist keine schlechte Idee, Sivi, das werden wir jetzt gleich mal herausarbeiten. Also wenn das jetzt Schritt für Schritt wieder gelockert wird, wer weiß, was uns dann alles einfällt jetzt. Absolut. Über die nächsten Monate. Ja. Wir schmieden Pläne. Wir machen das. Yes. Danke dir, Sivi. Sehr, sehr nettes Gespräch, vielen Dank dir. Thank you so much. Sunday, we will have our first streamed concert. All the details will be published in the next days. Thank you so much for watching today. Bussi, für dich. Bussi.